Im Hinspiel gab Jens Keller sein Debüt gegen Dortmunds Zweite. Sie gewannen trotz Rückstands. Der SV Sandhausen mit einer durchwachsenen Rückrunde bis dato. Dortmunds Zweite zuletzt mit 4 Niederlagen in Folge, aber zu Beginn das bessere Team. Zweite Minute, Eamon Agil per Kopf und Nikolai Rehnen steht goldrichtig. Agil mit 2 Chancen früh in der Partie. Sandhausen nach einer Viertelstunde erstmals offensiv tätig nach diesem Ballgewinn. Zander einfach mal rein und das ist Patrick Greil, Saisontreffer Nummer 6. Besong heute in der Startformation, Start-Comeback seit Oktober, verliert hier die Kugel und Greil macht das herausragend gegen Lotka. Kein Winterneuzugang, hat mehr Tore erzielt als Patrick Greil. Etwas aus dem Nichts, diese Führung für Sandhausen bis dato. Doch Dortmund tut sich dann nach diesem 0:1 etwas schwerer. Greil, ganz starkes Spiel, holt die Ecke selber raus und bringt die super auf den Kopf von Luka Zander. Dortmund hat immer wieder ein Problem nach Ecken. 13 Gegentreffer so schon kassiert. Das weiß natürlich auch Jens Keller, dessen Team in Durchgang 2 aber deutlich zu passiv wird. Dortmund klar spielbestimmt. 48. Minute. Ole Pohlmann gegen einen, gegen zwei, gegen drei. Durch die Beine des Vierten und nur der Außenpfosten verhindert seinen 11. Saisontreffer. Gestern 23 geworden, Ole Pohlmann. Der Mann schlechthin beim BVB. Jens Kellers Mann enorm passiv in dieser zweiten Hälfte. Dortmund mit vielen Chancen. Bisher noch ohne Fortun. 71. Minute. Göbel hat zu viel Zeit und findet Rodney Elongo Yombo. Was für eine Vorlage. 56. in der dritten Liga für Göbel. Und Elongo Yombo mit seinem 7. Saisontreffer mit Köpfchen, ja, siehe da, wahrlich nicht seine Stärke, macht das hier aber klasse. Es spielt nur der BVB. 4 Minuten nach dem Ausgleich. Wieder Göbel, der kommt zu Fall und Schiedsrichter Tom Bauer entscheidet auf Elfmeter. Fehlentscheidung, denn der Kontakt passiert außerhalb des 16ers. Wieder mal, wie schon beim 4:4 gegen Ferl, kassiert Sandhausen einen unberechtigten Elfmeter. Ole Kuhlmann, Pohlmann. Jetzt hat er ihn, den 11. Saisontreffer, sein 19. Scorerpunkt. Wie eiskalt ist der eigentlich? Doch plötzlich nach der Führung, Dortmund stehen K.O. Es spielt nur noch Sandhausen in der Schlussphase. Der eingewechselte Markus Pink irgendwie reingeduselt. Der Ausgleich. 4. Saisontreffer von Pink trifft zum ersten Mal vor den Heimfans. Lotka sieht doppelt nicht gut aus. Zunächst hier und dann beim Drehstoß, der noch abgefälscht wird von Roggo. Und wieder mal eine Standardsituation, der Knackpunkt. 21. Gegentreffer nach einem ruhenden Ball für die jungen Schwarz-Gelben. Und es soll noch schlimmer kommen. 90+4. Patrick Greil, überragender Mann. Mit dieser Ecke genau auf den Schädel von Richard Meier. Der Super-Joker sticht erneut. 2 Joker-Tore, die Sandhausen zurück auf die Siegerstraße bringen. Und Greil mit der perfekten Ecke. Gegentreffer Nummer 22 nach ruhendem Ball. Der 14. nach einer Ecke. Und Jens Kellers Team zurück im Aufstiegsrennen. Zu Wahnsinn jede Woche. Letzte Woche war es ähnlich. Ja, da führen wir, dann liegen wir 3:2 zurück. Dann führen wir 4:3, dann kriegen wir 4:4. Heute führen wir 3:2 hinten. Ne, Quatsch. Doch, 3:2. Und dann drehen wir das Spiel noch so. Wahnsinn. Ja. Tolle Moral von den Jungs und ganz, ganz wichtiger Sieg hier. Dass uns mal wieder in die Fresse fällt oder ja, in die Fresse schlägt. Ja, die Standardsituation. Ich glaube, Gegentor Nummer 20. Tut weh. Ist nicht richtig in Worte zu fassen. Wie gesagt, ich glaube, wir haben besonders in der ersten Halbzeit, dann auch anfangs der zweiten Halbzeit wirklich ein gutes Spiel gemacht. Mit dem Ball, gegen den Ball. 5. Niederlage in Folge für Dortmunds Zweite und Sandhausen ein eminent wichtiger Sieg. Damit bleiben sie im Aufstiegsrennen und an den Top 4 dran. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.